Ich würde doch künstliche Hüte machen. Wäre doch perfekt, um drunter zu pimpeln. Könntest du so kleine Pimpel in Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Games und Raben. Heute, wie es vielleicht schon beim Giebschen angehört. Hey, seid. Was? Bist du eine Frau? Bro. Ja. Was ist eine Frau? Was ist ein Bro? Fragen über Fragen, wo nur das Universum selber weiss. Heute probieren wir sie, die Geheimnisse aus dem All zu lüften. Wir haben gestern Abend unseren Doku gegeben. Du hast sie dir schon vor einem Mal gegeben. Genau, die ist diese Woche frisch rausgekommen. Von Daily Wire. Was ist das? Ein Verlag, echt? Oder etwas? Ein Magazin, irgendwie? Was auch immer. Sie haben eine Webseite, wo sie Beiträge, Blogbeiträge und Posts und Zeugs und News und Sachen und Diskussionen und, glaube ich, Audiosachen und Instas haben und natürlich auch YouTube-Channel. Und sie machen auch, wie sagst du, Bewegtbilder, Movie-Sachen, also Film-Dokus-Zeugs, wo sie ja zum Zeugs damit sie können, wie sagst du, ihr Monetarisierungsmodell ist, du machst ein Abo. Sie haben jetzt auf der Webseite, haben sie, glaube ich, 3 verschiedene Abos, so ein kleines Light-Version für irgendwie ein paar Dollar, dann so ein bisschen die Standard-Version für $14 im Monat. Und da gibt's noch die grosse Full, du hast alles plus Bonus für irgendwie, ich weiss auch nicht wie viel, vielleicht $20 oder so. Wo sie da Sachen anbieten. Und dort haben sie ihre neue Doku drin. Und für das habe ich extra ein $14-Abo gelöst für einen Monat, damit ich die Doku schauen kann. Und ja, ich habe sie nicht gefunden auf dem Gratisweg, innerhalb von den ersten 10 Sekunden. Und ich habe sie gerade schauen. Und sie hat schon so gut ausgesehen, den Trailers, dass ich fand, Donne, shut up and take my money. Und ja, die 14 Stutz haben sich gelohnt für mich. Ich fand, das ist gut gewesen. Die haben es verdient für den Job, den sie gemacht haben. Ah, ja. Und was haben sie machen? Sie wollten eben die grosse Frage klären. Was ist eine Frau? Und zuerst muss man natürlich fragen, wieso muss man überhaupt die Frage stellen? Ist es nicht eigentlich komplett selbsterklärend und logisch? Aber anscheinend leben wir heute in einer Zeit, wo das alles andere als logisch ist. Amerika ist doomed. Amerika ist doomed. Wir haben es heute gehört, wenn in 10 Jahren Amerika doomed war. Das muss schneller gehen. Also das geht schneller nicht so. Also das ist ja so abartig. Wie wir haben es schon vorhergesagt. Wir sind die neuen Propheten. Das hat die Idiokratie schon sehr gut vorausgesagt, aber dass es so krass eskaliert, das haben die auch nicht gewusst. Nein. Ja, es ist krass. Man kommt es mit über, aber in den Staaten ist es halt wirklich ein Riesenproblem. He? Extremer, also viel extremer. Also auch bei uns merkst du, wie es überschwappt, immer wieder, wo du irgendwelche Politikerinnen hast und Politiker, die finden, wir müssen jetzt so machen und wir müssen jetzt eine super Gender, wie sagst du, Gender Schriften, Talks und neue Wörter brauchen, damit sie ja alle Genders betreffen oder nicht irgendwie zu männlich sind und Zeugs und Sachen. Damit es auch für die Frauen okay ist, ein Wort, wo einfach die meisten gar kein Problem damit haben. Ich bin mit 4 Frauen in der Familie aufgewachsen, meine Mutter, 3 Schwestern, 2 ältere, jüngere. Und niemand von denen hat irgendein Problem mit der heutigen Sprache und Wörtern, die rum sind. Und keine von uns, jede Familie von den Frauen dort, findet sich irgendwie unterdrückt oder schlecht behandelt oder irgendetwas. Das ist einfach nur, ja, ich weiss auch nicht. Und ja. Ich habe letztens die Dinge Studie gesehen, wo sagt, dass die Millennials die gescheite Generation ist. Ja, das sind jetzt Millennials.
Mehr, Bro, einfach mehr. Mehr, ja. Wow. Nachher geht es noch den Berg ab. Ja, schau jetzt, es ist folgendes. Ich, die jüngere Generation, so die ganz junge Generation, hey, die sind schlau. Die sind richtig schlau. Die sind richtig dumm dafür auf die andere Seite. Wir haben beide extrem. Ja, wir haben beide extrem, aber die, die schlau sind, sind richtig schlau. Jetzt muss man einfach schauen, dass die Minderheit, eben die LGBTQ und die, die Frauen nicht definieren können. Ich meine, die ganze Doku durch fällt ja gar nicht auf, aber die Leute sind beleidigt, weil er fragt, was ist eine Frau? Und ich verstehe ja schon die Intention dahinter, zu sagen, eine Frau ist, was sich als Frau identifiziert. Aber das ist nicht eine Frau. Das, was sich mit einer Frau identifiziert, kann nicht eine Frau sein. Eine Frau muss etwas eigenständig sein, wo eine eigene Definition hat. Weil du vergleichst dich ja wie eine Frau. Und sagen wir es, wie es ist. Wenn du dich mit einer Frau vergleichst, dann geht im inneren Bild geht eine nackte Frau mit weiblichen Geschlechtsteilen. Ein Mikrofon wie auch Sex. Und es ist so, Geschlechtsteil. Ist ein Lied, könnt ihr suchen. Das heisst, glaube ich, nicht Geschlechtsteil. Und Brüste, und das ist das, was du, und in die Richtung willst du dich entwickeln, wenn du das Gefühl hast, ich möchte mich wie eine Frau definieren. Und ich weiss schon, dass sie das nicht aussprechen wollen, weil das kontradiert halt einfach alles und zeigt halt einfach, dass du wie heisst das, Gender-Dysphobia ist, wo halt einfach eine Krankheit ist. Und ich meine nicht, ich bin konservativ und rechts und alles, was schwul ist, ist krank und muss man christlich heilen. Im Gegenteil. Es soll jeder meiner Wort. Aber der mit dem Gender Change ist einfach ein Problem. Das ist eine Krankheit, wo man muss ernst nehmen und anschauen. Es ist auch die Minderheit. Und wenn eine kranke Minderheit bestimmt, ja, es ist genau, ja. Es wird halt wirklich aufgeteilt, es ist halt aufgelistet, so auch wie die ganze Kinderficker-Geschichte, dass das von dem herkommt. Mhm. Oder? Das hat einfach, ja. Ja, also, wie startet die Doku? Am Anfang hast du verschiedene Gesprächspartner, die kommen, teils irgendwelche Therapeutinnen, Universitäts, ist das Professor oder was, und irgendwelche höhere Politiker, wo ja halt über die ganze Gender-Debatte und das Zeugs aber Transfrauen, Transmänner stehen gross im Fokus und halt eben über die Frage, was ist eine Frau, diskutiert wird, und es ist recht unterhaltsam noch. Ja, es ist wurde gut gemacht. Und findest es lustig, und gleichzeitig denkst, meine Güte, ja. Wo leben die Leute? Wie kann man nur so fern von der Realität leben, in einem eigenen Konstrukt irgendwie? Ja. Und es geht ja noch sogar so weit, dass ein diplomierter Arzt dort steht und er fragt, was ist Realität, und sie sagt, was auch immer Realität für dich ist. Ja. Und er fragt dann so, ja gut, dann definiere ich mich als, ich weiß auch nicht, was ist gewesen, krebskrank und... Also eins ist gesehen, dass er ein Schwarz, also er sich als Schwarz identifiziert. Ah ja, gut, beim Universitäts... was ist er? Professor oder was auch immer. Aber er ist doch auch Psychologe, nicht? Oder? Ja, auch irgendetwas mit Gender und jenes Zeugs. Ich weiß auch nicht, was seine ganze immer Forschungsrichtung, und er da ist. Das andere so, ich tue mich als Schwarz definieren, kann ich das einfach? Und dann nachher sagt der andere so, ich weiss nicht, kannst du das einfach? Und dann nachher schaut er sich so an, und zeigt so auf seine Haut, und er so, ja. Ich weiss nicht, kann ich das einfach? Und er so, ja, ich weiss so nicht, wo dein Ursprung her ist. Er so, nein. Hast du afrikanische Wurzeln? Ja, genau. Und er so, nein, bin ich ein schwarzer Mann, schau mich an. Und das ist natürlich ein Weisser, der Mann, der das ganze Interview führt.
Und ja, aber wir haben ja auch schon auf YouTube-Videos gesehen, der eine, der dort ist, und bleicher geht's nicht. Und dann schreit eine schwarze Frau an, von wegen schwarz. Und dann nachher sagt sie so, ich bin schwarz und du nicht. Und dann sagt er so, ich bin mehr schwarz, als du jemals wirst sein. Und dann finde ich so, ja, das ist ein Problem. Oder solche, wo findet, wo irgendwie, glaube auch Amis ist, wo nachher findet, eigentlich bin ich Südkoreaner. Lass sich umoperieren lassen und sagt, er ist jetzt ein Südkoreaner und Südkoreaner findet einfach, Nein, du bist kein Südkoreaner, auch wenn du dich hast ein bisschen asiatischer ausgesehen lassen und dich als Südkoreaner identifizierst, du bist nicht da geboren, nicht aufgewachsen, du kannst nicht einmal richtig Südkoreanisch reden, also koreanisch allgemein reden. So wie es klingt, ich habe so ein paar Wörtchen Annyeonghaseyo, so Zeug, was er gesagt. Gell, das eine ist mal so eine Identifikationsgeschichte und das andere ist aber auch so, wenn du dich, gut, aber das sagt sie, das sagt die eine Ärztin, mal ein Mann war. Was sagt sie? Sie sagt, dass du zwar Geschlechtsteil und alles kannst ändern und Zeugs und Sachen, aber du wirst nie eine volle Frau sein. Ah, du meinst die, was bereut? Nein, die, wo selber, sie sagt, die, wo selber, Chirurgin. Ach schon, hat sie das gesagt? Ja, ein Punkt sagt sie das so. Und das finde ich noch, das habe ich noch cool gefunden. Also sie ist komplett daneben, sonst auch. Aber, das habe ich noch cool gefunden. Vor allem, ja, ich habe mir halt schon, weißt du, gell, ich habe meine Tochter bei ihr, sie ist lesbisch und sie hat eine Freundin gehabt, wo sich hat umoperieren. Wo jetzt, sagst du, ist es jetzt ein Transmann, wenn sie von einer Frau zu einem Mann gewechselt hat, oder wie sagen? Sie hat einfach transmutiert. Transformers. Jetzt müssen wir schnell auf YouTube einblenden. So kurzen Ausschnitt wie Transformers zu einem Lastwagen mutiert. Das ist viel zu Aufwand, Bro. Sorry. Also stellt euch das vor, ihr wisst, wie es aussieht. Aber ich mache es. Ich kann vielleicht den Sound rein tun. Und danach, ist mir halt schon vieles, also nebst dem, dass halt einfach Beziehung in den Arsch gegangen ist, weil, ja. Sie ist lesbisch und sie hat nicht wollen, eine Frau haben, die jetzt ein Mann ist, sondern sie steht auf Frauen. Ja. Und nicht auf Frauen, die jetzt Männer sind. Das hat die andere aber dann irgendwie gleich wollen aufzwingen. Aber dort wird vom Arm ein Stück Haut genommen. Dann kann man den Penis nachher formen, dann wird Klitoris auf, verschoben dort, wo wir unsere empfindlichen Stellen haben als Männer. Und dann hat sie im Bauch, also im Bauch, unterhalb vom Bauch, hat sie so wie eine Pumpe, die sie hat drücken. Und danach geht der Ständer auf und er geht zurück. Aber wieso ist das im Bauch? Ich würde doch künstliche Hüfte machen. Wäre doch perfekt zum drunter pümpeln. Könntest du so kleine Pümpel in den Händen? Das klingt interessant. Mach also deinen Bauch rein. Vor allem sind die Händen nachher aus den Schamlippen gemacht von der Frau, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mir Pumpis Arschloch machen. Dann kann ich handfrei einfach so die Arschbacken zusammenkommen. Aha, so Muskelanspannung. So, ja, und danach ist das auch so ein gutes Morgentraining, damit ich die Morgenlatte kann simulieren. Aber das ist genau der Punkt, die Morgenlatte. In die Pubertät kommen, die Erfahrungen, wo ein Mann macht, einfach, wo ihn zum Mann macht, halt einfach wirklich die Erfahrung, wo du hast, all die Gedanken, wo du hast als Mann. Wir sind ja halt schon so erzogen worden, also ich in meiner Generation zumindest noch, dass ein Mann ist und eine Frau eine Frau. Mhm. Und so verkehrt finde ich das auch gar nicht, wenn wir jetzt schauen, was für ein Ghetto passiert bei den Sportarten aussen, dass Frauen permanent gefogelt werden von Männern, weil sie halt einfach mit massivem Vorsprung Frauen ihre Podest wegnehmen.
ihre Podestplätze. Das ist einfach traurig. Ja, das ist traurig. Und einfach für die Frauen, die hart gearbeitet haben, ihr Leben sportliche Karriere verfolgt und nachher grosse Teilnahme, wie sagst du, nicht schaffen, Qualifizierungen oder Preismedaillen, Erstplatzierung etc. nicht bekommen, weil sie von Männern, die das Gefühl haben, ich bin jetzt eine Frau, einfach fertig gemacht werden, weil sie eine körperliche Überlegenheit haben. Und die ist einfach da, ne? Punkt. Ja, die ist da, Punkt. Und das zeigt es auch, und das ist auch das Problem. Also das Größte ist ja da, der, wo absolut schlechteste Schwimmer war, hat sich lang operiert zur Frau, und jetzt ist er Nummer 1. Ja. Das ist einfach auch ein übel, so und es kommt auch im Interview vor, wie die Athletinnen, die dort haben müssen schwimmen gegen den ehemaligen Mann. Und haben müssen mit ihm in der gleichen Umkleidekabine sein. Und sie sind immer noch ein Mann. Auch wenn er jetzt vielleicht wie eine Frau aussieht. Und, ja. Ich kann es ganz klar verstehen, dass es Frauen gibt, die nicht mit ehemaligen Männern in der gleichen Umkleidekabine sind, sich nackt vor denen ausziehen. Und dann gibt es natürlich noch die, die nach wie vor immer noch ihren Penis haben, auch wenn sie jetzt sich als Frau identifizieren. Und die werden vielleicht nicht unbedingt in der Frauenkabine, einen Penis gesehen vor sich nackt. Ja, in der Doku kommt ja vor, die eine, die ja dort erschreckend findet, so, hey, ich habe 8-jährige Mädchen in einem Spa, wo nur für Frauen ist, wo ich mich geschützt fühle, und da läuft einfach ein Schwanz rum. Ja. Und dann musst du irgendwo deinen kleinen Kindern sagen, erklären, wieso das jetzt hier jemand mit einem anderen Geschlechtsorgan nackt im Zeug rumdingselt. Und dann hast du so, und ist das nicht, nein, das ist in der Schule gesehen, wo auch irgendwelche Schüler, die trans sind, wo schlussendlich auch mehrfache sexuelle Übergriffe stattgefunden haben, von der Transperson aus. An zwei verschiedenen Schulen ist er sogar gesehen, wahrscheinlich von der ersten Schule hat er etwas gemacht und ist dann geschmissen worden, und zugleich hat er dann eine andere Schule auch noch gemacht. Und so. Und dann hast du eben die Athletinnen, wenn man noch sagt, hey, log, uns ist gesagt worden, die Transfrau oder was auch immer jetzt ist, schwimmt auf jeden Fall mit an diesem Wettbewerb. Aber es ist schon nicht mehr etwas gegangen, es war nicht irgendwie so ein kleiner Mini-Wettbewerb gewesen. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dann schauen wir, dass wir das Problem mit euch lösen können. Also, dass ihr kein Problem mehr mit dem habt nachher. Aber es wird nichts daran verändert, dass jetzt der mitschwimmt mit euch Frauen. Und wenn ihr mit dem, wenn ihr die Öffentlichkeit geht, dann werdet ihr alles verlieren, ihr werdet aus dem Schwimmclub fliegen, ihr werdet diffamiert von der Öffentlichkeit, ihr werdet als transphob angeschaut und ihr werdet nie mehr einen Job finden in eurem Leben. Und, also grobe Bedrohungen, die da ausgesprochen werden gegen die Frauen, die ein Problem damit haben, wenn sie gegen ehemalige Männer müssen in der Frauenkategorie antreten. Das ist schon übel. Eben, es geht nicht. Und eben, da stellt sich halt mir schon die Frage, wie kannst du als unterschiedlicher Geschlecht auf die Welt kommen und einfach behaupten, ich identifiziere mich als anderes Geschlecht. Mhm. Weisst, es ist respektlos. Wenn es in dem Ganzen innen darum geht, Ansichten zu respektieren, dann finde ich das respektlos, mir gegenüber als Mann. Du weisst nicht, wir müssen da schnell meinen Kater reinlassen, weil er findet so, ich möchte da mitmachen. Tef, entweder kommst du rein oder bleibst draussen. Und die Geschichte ist, es bedeutet etwas, ein Mann zu sein, und es bedeutet etwas, eine Frau zu sein, und eine Frau weiss, was es bedeutet, was sie durchmacht. Ich weiss, was ich als Mann muss durchmachen, was meine Gedanken sind, auch gegenüber einer Frau. Du kannst nicht einfach eine Frau werden, ohne dass du jemals Menstruationenproblem hast. Du weisst gar nicht, wie das ist. Du bist nie Pubertät, du hast deine Tage bekommen. Ja. Und die ganzen Schwierigkeiten, die mit dem einfallen. Ja, also die Natur hat etwas geplant für uns, und das soll so tun. Und die ganzen Tiervergleiche, die sind auch nicht. Ich finde es einfach nicht okay, dass eine Minderheit da sich aufzwingen. Und
in dieser Ansicht drin ist, ihr habt unsere Ansicht zu respektieren. Ich finde, die Minderheit hat auch die Ansicht von der Mehrheit zu respektieren, zum einen. Und zum anderen biologische Fakten. Punkt. Mhm. Ja, eigentlich diskussionslos. Es ist ganz klar, dass die Entwicklung nicht gut ist. Und dass die Leute, die halt einfach dätig Probleme haben, halt einfach wirklich dätig Probleme haben. Und es sind Probleme, weil sie halt im Kopf ein Problem haben. Und dätig Menschen müssen sich mit sich selber beschäftigen und auseinandersetzen. Natürlich behaupten sie alle, ich tue mich mit mir selber auseinandersetzen. Das ist der Grund, wieso dass ich transition. Aber wirklich, das ist nicht, wie man Probleme löst. So wie ich es gelernt habe. Und ja, man sieht halt vielfach im Vergleich. Und dass die Menschen auch sonst ein bisschen landen. Wo dass sie unterwegs sind und so. Und ich finde, es ist ein bisschen dummet. Ja, voll. Und das Schlimme ist ja daran, dass es im grossen Stil propagiert wird. Ja, das ist übel. Du hast Hollywood, was propagiert. Du hast grosse Streaming-Anbieter, die mitziehen, vor allem Netflix unter anderem. Disney ist richtig Disney schlimm. Disney ist ganz schlimm. Und sogar, du hast sogar langjährige Disney-Mitarbeiter, die auf die Strasse gegangen sind und gesagt, hey, das unterstützen wir nicht. Dass schon die kleinen Kinder propagiert werden in die Richtung rein. Schon von wegen, hey, du kannst alles sein, wenn du willst. Und was hast du jetzt dort denn zum Teil? Leute, die sich als Tier identifizieren. Die in die Schule gehen und sich als Katze identifizieren. Und das habe ich schon vor dieser Doku habe ich das schon mitbekommen. Das war, glaube ich, in Kanada gesehen. Ja gut, dann Kanada ist sehr schlimm. Was das anbelangt? Ja, wieso das ist Kanada so krass eskaliert? Das ist einfach in den letzten 3 Jahren passiert, so horrend. Ich habe das Gefühl. Und vorher habe ich Kanada richtig geil gefunden. Ja, eigentlich sind die noch voll die Vernünftigen gewesen. Ja, voll. Das Bando zu der Schweiz. Ja. Ich habe einfach alle mal gefunden. Ja. Und jetzt, was der Trudeau am Basteln ist, der ist schon immer cool gewesen. Ist er immer cool gewesen, ich weiss es nicht. Ich habe ihn immer cool gefunden und jetzt geht er komplett über. Das möchte man am liebsten Will Smith durchgeben. Ja. Und am liebsten Smithen. Smith, that shit out of him. Ja, und nachher hast du eine Lehrerin, die findet so, hey, morgen geben wir uns alle die Hände, wie es halt manchmal, also als ich primär in der Schule gesehen habe, dann hast du mit der Lehrerin guten Morgen sagen, wo man in die Schule kommt oder so. Und nein, weil sie sich als Katze identifiziert und die Lehrerin sie etwas fragt oder ihn, ich weiss nicht, ob es ein R oder sie war, dann miaut er zurück. Und die Lehrerin findet, hey, das geht nicht. Ich frage dich etwas, ich würde gerne wissen, was ich dich gefragt habe darauf. Ja, aber in menschlicher Sprache. Und dann wird sie geflamed von der Schulleitung etc. Von wegen, du nicht ihre Gefühle verletzen oder ihre. Die Person tut sich jetzt als Katze identifizieren. Also kannst du sie doch zu nichts zwingen. Und einfach Zeugs, wo jeder vernünftige, bodenständige Mensch sich wird Haar ausreissen dran. Ja, Vernunft ist das Thema. Ja. Und eben, es ist eben lustig und gleichzeitig auch ein bisschen traurig da am Anfang. Und dann kommt es nachher ein bisschen mehr in der Party rein. Wo man anfängt auszuteilen. Ja, und wo es auch ein bisschen düster wird, ein bisschen traurig. Und dann denkst du, fuck, was ist noch passiert mit den Menschen? dass es so weit gekommen ist. Wenn du nachher, aber dann hast du auch eine ehemalige Frau, die sich zu einem Mann hat lassen, umtransieren. Aber auch erst irgendwie, ich glaube, zwischen 30 und 40 oder so. Ich glaube, erst, sie hat irgendwie 3 Kinder oder was. Und sie ist schon ein bisschen, glaube ich, männlicher gewesen, so ein bisschen vom Verhalten her und so. Meinte ich, hat sie gesagt, und sie hat sich einfach irgendwie nicht so recht können irgendwo einordnen. Also jetzt nicht unbedingt geschlechtermässig, einfach allgemein mit dem Gefühl her und so, nicht recht gewusst, wie, wo, was in ihrem Leben. Und dann ist eben das Gender-Zeug aufgekommen und sie hat dann auch gefunden, vielleicht ist es das. Und, ja, Psychologe gefunden, ja,
Ja, kein Problem. Du musst ein Mann werden und dann ist alles gut mit dir. Ja, und dann haben sie die Operationen gemacht und Zeugs und Sachen, was natürlich auch ein Geschäft ist. Die Leute verdienen dort dran. Wir haben gerade gehört, wie die Pharmaindustrie geschätzt pro Person, die, wie sagst du, transmutiert, irgendwie 1,4 Millionen geschätzt. Kostet denn Person Medikamente und alles? Weißt, die müssen wahrscheinlich auch noch, ich weiß nicht, für den Rest vom Leben lang musst du Hormone und Zeugs nehmen, wahrscheinlich. Und irgendwelche Medikamente nach der Operation und Zeugs und Sachen. Also, das ist ein riesen Business für die Pharmaindustrie. Und je mehr junge Leute auf der gestörte Hype-Train aufstehend mitgehen, desto mehr Kohle machen die auch dort. Die hat es jetzt auch im Nachhinein tief bereut, dass sich jetzt zum Malo umoperieren lassen. Jetzt so viele Komplikationen, wird, die er ja, gesagt hat. Wird komplett im Stich gelassen. Die Versicherung hat sie rausgeschmissen, lassen, fallen lassen. Und sie sagt, sie wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre leben oder so, und dann wird sie an den Folgen von den ganzen Komplikationen wahrscheinlich relativ früh sterben mit dem ganzen Scheiß und allem drum und dran. Ständige Infektionen und jenstes Zeugs. Mhm. Und die bereut sie übelst. Und dann eben, zeigt sie mal ihr Unterarm, und du siehst die riesen hohen Narben, wo sie da noch das Gewebe rausnehmen, um den Penis nachzubauen. Mhm. Nur schon das. Und dann hast du da die andere Psychologin, die auch noch gut bodenständig ist, wo auch sagt, wo er fragt, wie das Ganze angefangen hat. Sie so, ein Wort, Kinsley. Das ist auch irgendein so ein psychopathischer, also, sorry, Hans, ich kann es nicht ausdrücken, Wissenschaftler gewesen. Ein Forscher, was auch immer, der da unten hat beweisen, dass Menschen von Geburt an geschlechtsreif sind, quasi. Und also im Prinzip, wenn alles nach seinen Vorstellungen würde sein, dann würde es keine Pädophilen geben, dann wäre es okay, schon ab Geburt fast, oder wie auch immer das schon. Ja, 5 Monate. Ja, das ist der, ist glaube der andere gewesen, der Money, oder wie er geheissen hat, wo nachher so Sexualexperimente durchgeführt hat an Kinder, aber an Babys, die 5 Monate alt sind oder noch jünger, wo sie gemessen haben, wie viele Orgasmen können sie bekommen, schon in diesem Alter. Und also einfach kranke Experimente an Menschen, die keine Art und Weise sich wehren oder Nein sagen, nichts. Und dort ist dann auch darum gegangen, ich glaube, das ist eine Beschneidung, was sie dort wollen machen. Bei so einer zwei Zwillingsbuben, Junge. Ich glaube, es ist Beschneidung gewesen. Ich weiß jetzt das Wort nicht auf Englisch, aber ich habe zuerst gemerkt, was haben die gemacht? Weil bei dem Eingriff ist der Penis vom einen Kind halb abgebrannt oder so. Kaputt gegangen, auf jeden Fall. Bei der Beschneidung, ja, ist er verloren gegangen. Ja. Und dann haben sie gefunden, okay, dann tun wir den zweiten, tun wir sicherheitshalber nicht beschneiden. Und haben sie überlegt, was könnte man machen, und dann haben auch eben der Honey Money, oder wie er heisst, der Wissenschaftler, nachher gefragt, hey, Eltern, wieso tun wir es nicht gerade nutzen, die Gelegenheit, und tun jetzt der Bub, der kein funktionierender Penis mehr hat, gerade jetzt im jungen Kindesalter, gerade zu einem Mädchen deklarieren, genau, und dass er als Mädchen aufwächst, alles und so weiter, weil die Ansicht ist auch dort gewesen, dass Geschlechterrolle und die ganze Geschlechteridentität, das findet alles nur in der Erziehung und in unseren Köpfen statt. Das ist nicht, nicht reell in dem Moment, oder? Und da ist dann nachher als Mädchen aufgewachsen, alles. Und hat dann als Erwachsene, hast du dort auch einen Ausschnitt aus dem Interview, wie er gesagt hat, wie er dort mit dem Mädchen war und hat müssen Barbie spielen und Zeug und Sachen, und es hat ihm keinen Spass gemacht, es hat ihn nicht interessiert. Er hat Freude gehabt an Trucks und anderem Zeugs, wo Uwe gern hat. Das ist das, was ihn fasziniert hat, und nicht Mädchen-Sachen. Auch wenn er als Mädchen umoperiert war und als Mädchen erzogen und aufgewachsen worden ist, es sind halt gleich noch Gene und alles, was uns Männer macht. Und in unseren Genen steht, du bist gemacht für verdammte Snowrunners. Ja, genau.
mit wir haben grossen Trucks umfahren. In den Gain. Bert und Hotelner. Ja, ich gehe nie in McDonalds ein Happy Meal geholt, ohne meine Axt und mein Holzfäller hat. Genau. Und die jungen Zwillingserwachsenen, was ist nachher passiert, Ende Experiment? Der eine ist irgendwie 38, 36 oder so gesehen. Tod an Drogenüberdosis. Mhm. Da muss man nicht lange überlegen, wieso. Wenn, ich meine, dann sind, wenn das ganze Ding Experiment ausgeführt wurde. Ah ja, das eine von den Experimenten ist gesehen, dass sie die beiden Zwillingskinder, Bub und ehemalige Bub, miteinander sexuelle Dings nachher spielen. Mhm. Quasi miteinander in die Kiste springen. Und die Erwachsenen werden wahrscheinlich zuschauen und das dokumentieren. Und nein, das ist ja nicht super creepy, pädophil, absolut krank. Nicht. Das ist ganz normal. Das ist nur ein wissenschaftliches Experiment, um Sachen zu beweisen, wo sie das Gefühl haben, die sind so. Ja. Und eben der ist an der Droge. Das Geld bekommen, weil bei OnlyFans kommt wenigstens. Genau. Das weiss ich nicht. Auf jeden Fall, es hat sich nicht gelungen, egal was für das Geld verteilt, vielleicht schon. Ich weiss es nicht. Aber eben, wie gesagt, der Ältere, der hat, also, der hat irgendwie mit 38 oder was, Drogenüberdosis gestorben. Der, der zu einem Mädchen umoperiert wurde, ist einer, der übrigens als Erwachsener sich hat selber wieder umoperieren lassen, soweit es geht. So einem Mann. Und nachher gleich noch Suizid gemacht. Und dann hat er kurz darauf aber auch Suizid gemacht. Darauf ab, ja. Wahrscheinlich, weil er sich als in einem Männerkörper nicht wohl gefühlt hat. Das ist jetzt brutal. Nein, das ist nicht okay und das sind Probleme. Nicht Definition Mann oder Frau ist ein Problem in unseren Köpfen, sondern die, die das nicht definieren können, haben ein Problem in den Köpfen und die müssen unbedingt sich Hilfe suchen und hoffen, dass sie jemanden bekommen, der halt nicht in dem ganzen Dreck hinten ist und auch tatsächlich dich anschaut. Ich habe einen Kollegen vom Bruder, der sich hat umoperieren von Mann zur Frau und dem geht es immer noch nicht gut. Hat mir irgendwie herausgefunden, dass er einfach nur ein Verstümmelungsproblem hat und eigentlich nicht sich als Frau fühlt. Aber ja, das gibt es einfach so viel. Ja. Ich meine, weißt du, meine Frau, oder? Wir sind ja in einem bestimmten Alter und meine Frau hat so gefunden, ich möchte mir meine, nach zwei Kindern und alles, ich möchte mir meine Brust operieren und ein bisschen nach aufrichten. So. Weil sie, ja, und für das musst du, dass das Krankenkasse zahlt, musst du irgendwie zeigen, dass es dir nicht gut geht mit deiner Situation. Und ja, für sie ist halt einfach so, ja, ich möchte mich wieder weiblicher fühlen. Und kommt aber nicht durch. Wenn ein Mann sich aber weiblicher möchte fühlen und die ganze Operation und der ganze hohe Karsumpel, wo man hinten nachschießt für das, ist einfach das Gesundheitsbewusstsein so hoch geworden, dass Krankenkassen einfach keinen Stutz haben und darum muss man das pushen. Nein, weisst, ich meine, die Medikamente und der ganze hohe Shit, die hohe Hormone, die da draufgehen, für die Therapie, das ist ja immens gewaltig. Und so etwas wird dann gezahlt, eben, es ist etwa zeitgleich gestartet und meine Frau das angefragt hat, wie damals Freundin von unserer Tochter. Und meine Frau ist nicht durchgekommen. Und das Geschlechtsumwandlung schon. Das ist halt schon recht speziell. Also weiss, auch schon ein bisschen respektlos gegenüber einer Frau, die Mutter ist und Kinder aufgezogen hat und ich wollte sagen, Kinder grindet hat. Und Scheiße, es geht mir so nicht in die Grind. Und ich habe kein Problem damit. Ich finde halt einfach so, auch wie ich erzogen worden bin und wie es mir halt auch gut hat. Wenn du etwas willst, musst du dich verkämpfen. Und ich finde, ja, wenn du findest, du musst dich geschlechtsumwandeln, ja, dann zahlst du das selber. Absolut okay. Und
Und danach hast du halt einfach ein Ziel, jetzt muss ich mal dort herarbeiten, auf etwas. Ja. Und vielleicht beim Herarbeiten auf etwas merkst du vielleicht. Vielleicht ist es gleich nicht das, was ich gedacht habe. Vielleicht das. Aha. Vielleicht, wenn du dich einfach wirklich mal um deine scheiß Probleme im Leben musst kümmern, wie ich muss aufstehen und Geld verdienen, für zu mir etwas zu leisten. Weil alles andere kannst du schon auf Pump. Mhm. Also den Lamborghini Eltern kannst du auf Pump nehmen. Ja. Absolut problemlos. Und, also, sie haben ja alle die Jungen, nur schon bei den Autos. Es muss ja ein Sportauto sein, das Ding muss 300 fahren können, in der Schweiz. Sonst bist du nicht cool. Und das schon, ja, und das kann man halt, das gibt man dann alles auf Pump. Auch das Ding. Im Medienmarkt kannst du mit 16 sagen, ich nehme den Fernseher heute mit und zahle ihn nächstes Jahr. Mhm. Wenn du in der Stifte bist, kannst du 2 Kreditkarteninstitute Kreditkarten beantragen, wo die ganzen Jahreslohn dich kannst verschulden damit. Und das 2-mal. Ja. Du kommst nie mehr. Ja, ich auch. Du kommst nie mehr dort raus, mhm, wenn du schon in dem Alter. Und ja. Und so die Transgender-Geschichte werden auf Krankenkassen geschoben. Ich finde, die müssten wir, und zwar ohne Kreditmöglichkeit, einfach bar zahlen. Ja. Einfach, okay, look, ich erkenne, dass du das Problem hast. Und so wie jeder andere Mensch auf dieser Welt, der Problem hat, muss er sich darum kümmern. Und muss ihn abarbeiten. Mhm. Und in deinem Fall, wenn deine Lösung zum Problem ist, Geschlechtsumwandlung, dann schaffst du die 30.000 Stutz, die es braucht. Oder was auch immer. Dann schaffst du die. Ja. Und die weitere Medikamente, ja, dann tust du dir die erarbeiten. Ich weiss nicht, wieso dass meine Krankenkasse muss aufgehen wegen dem. Ich weiss auch nicht, wieso meine Krankenkasse muss aufgehen für Fleischesser, ehrlich gesagt. Wo die Hauptursache ist für, ich rauche selber. Ich bin nicht das beste Beispiel. Ich finde auch nicht, Raucher muss man, quersubventionieren. Also, irgendetwas muss man ja anfangen, quersubventionieren, aber ich finde so, ein gesunder Lebensstil ist mal eine Grundlage. Oder? Und danach muss man anfangen, Aufschläge machen, bei Rauchen, Aufschläge machen, bei Transgender. Ja, du wirst immer medikamentös müssen behandeln werden. Mhm. Und so, gerade bei den Amerikanern ist ja in der Statistik so, dass generell ein Transgender nach der Umwandlung im Schnitt noch 7 Jahre lebt. Die Hauptursache für das ist nachher Suizid. Wieso das mir auf die 7 Jahre kommt? Dann nachher all die Menschen, die gleichzeitig auch bei Corona das Beispiel als Argument genommen haben, es gibt gar keine Langzeitstudien dazu. Ja, die Umwandlung hat auch keine Langzeitstudien. Mhm. Darum sind wir dort, wo wir sind. Wir sind schon mega weit, aber es ist die Hormonbehandlung an Menschen hat auch noch keine Langzeitstudie. Ja. Wir haben noch schon ein Beispiel gebracht von einer, die sich, glaube ich, zum Mal, also Buble operieren, wo nach, was ist es gewesen, 1 Jahr oder 2, oder so, einfach nach kurzer Zeit schon, weisst du noch, wie sie geheissen, Krankheit? Osteoporose. Osteoporose. Bekommen hat. Eine Krankheit, die normalerweise alte Leute bekommen. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist irgendwie eben nach Hormonbehandlungen irgendwie, sagen Sie, reden Sie davon, dass du nach 10 Jahren gute Chance hast für Krebs. So Geschichten gehört auch. Aber wie gesagt, das ist eine neue Modeerscheinung in dem Stil, so wie das momentan behandelt wird. Die Hormone alles Langzeit über Langzeit. Ja, ich habe gestern ein paar Mal gedacht, hoffentlich ist das etwa durch. Und es ist einfach nur ein kleiner Teil von der Generation und danach versucht das wieder. Ich habe ja schon bei uns im Geschäft, dort wo ich angestellt bin, wir haben ja ein genderneutrales Wörterbuch bekommen, wir sollen studieren. Und da haben wir einfach geweigert. Also weisst aber es ist jetzt nicht wegen genderneutral, so generell. Es ist so halt einfach, habe ich auch bei der deutschen neuen Rechtschreibung geweigert, weil ich gefunden habe, das ist irgendwie so Legastheniker bevorzugen. Mhm. Und ich finde es nicht okay. Ja, und ich finde, ja, wenn es darum geht, Meinungen zu respektieren, dann tun doch meine einfach respektieren. Punkt. Ja. Und ja, ihr habt angefangen damit. Wir haben ja nicht angefangen.
Ja, aber du siehst es dort einfach, wie es dann in der Schule schon anfängt, mit Transgender-Zeug, LGBTQ, wie das einfach dort schon als normal und dort schon getrichtert wird, von wegen, ja, du kannst alles sein und Zeug. In kleinen Kindern. Ich meine, als Kinder, dort hast du noch Fantasie, dort kannst du noch alles sein, was du dir kannst vorstellen. Dort spielst du auch gerne mal eine Rolle als irgendetwas. Und dass du, also eben dort die eine, die hat ja schon mit 16 die Jüngsten umoperiert. Diese hat ja Hormone gegeben, also Pubertätsblocker. Ja, Hormonblocker. Sobald sie Pubertät angefangen hat, gemerkt, meine Brüste wollen davon wachsen, dran, mein Penis wird langsam grösser, ich habe Angst. Und das gehört so fest zu allem, zum Menschsein. Einfach ja. Zum Menschsein. Und dann gibt sie Pubertätsblocker und sagt, es ist kein Problem, es ist wie Pausenknopf drücken, dann halt die Pubertät an, dann kann man das ein paar Jahre noch machen lassen. Und wenn man will, kann man dann einfach die Medikamente absetzen und das ist quasi der Pausenknopf auf Fortsetzen drückt. Und die Pubertät geht ganz normal weiter, als ob nie etwas gesehen wäre, was komplette Bullshit absolut. Ist. Absolut, man weiss ja schon, dass bei den Anti-Baby-Pillen Pubertät, Wachstum einschränkt. Ach schon? Ja. Der Wachstum in der Pubertät wird einschränkt. Okay. Das habe ich gewusst. Ja, die Frau muss sich fertig entwickeln. Das heisst, bis Ende Pubertät ist es am besten, wenn sie keine Pillen nimmt. Grundsätzlich. Ja, und weisst, du darfst nicht rauchen. Du darfst keinen Alkohol trinken. Du darfst dich nicht tätowieren lassen. Du musst alles warten, bis du erwachsen bist. Aus welchen Gründen? Weil dann hast du hoffentlich mehr oder weniger ein fertig entwickeltes Hirn und alles drum und dran und hast eine Lebenserfahrung. Das entwickelt dich nicht fertig. Nein. Und dann kann man sagen, ja, jetzt bist du vielleicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen und dann darfst du auch rauchen, dann darfst du Alkohol trinken, dich besaufen, dann darfst du dich noch tätowieren lassen und was nicht auch alles noch für Beschränkungen hast. Autofahren darfst du auch nicht schon mit 10, aus irgendwelchen Gründen. Aber wie der andere Beispiel braucht, Waffenkauf. Für das musst du auch erwachsen sein und darfst nicht als Kinder schon Waffen bringen. Ja, weil du halt einfach noch nicht kannst logisch und vernünftig rational handeln als Kind, weil du halt einfach ein Kind bist. Und wie willst du als Kind können bestimmen, wegen, hey, ich tue mich jetzt umoperieren lassen, komplett. Und mache eine Entscheidung, die mich für den Rest von meinem Leben wird beeinflussen. Ich werde es nie mehr können komplett rückgängig machen. Und so Entscheidungen lässt du Kinder machen. Oder noch schlimmer ist das Beispiel mit dem Kanadier. Wo er und seine Ex-Frau ein Kind gehabt, eine Tochter, 13, die gefunden hat, ich glaube, ich bin ein Mann, Bub. Und dann haben sie gesagt, gehen wir zuerst mal ins Kinderspital, tun wir das dort mit den Ärzten anschauen. Dann denkt sie, kommt dann schon zur Vernunft, oder? Die Ärzte sind dann schon mit ihr psychologisch betreuen und so weiter und sagen, ja, look, das machst du nicht einfach so. Also eben Transition, oder wie auch immer im Deutschen sagst du. Transition. Und dann ist seine Ex rausgegangen mit der Tochter und dann sind sie in der Sprechstunde gewesen und dann läutet der Ex an und sagt, hey, sie haben gefunden, ja, wenn sie ein Bub sein dann machen wir das. Und sie finden noch in dieser Stunde, wenn sie sie mit Hormonen vollpumpen. Und dann hat er mal gefunden, halt, da wird gar nicht vollpumpet. Mhm. Und dann hat das Spital gefunden, okay, warten wir zuerst, bis der Vater auch nicht da ist. Dann können wir ihn schon auch mit an Bord holen, dass er einsieht, dass das Richtige ist für seine Tochter, 13-jährig. Und ist er vor Ort und hat immer noch gefunden, nein, das machen wir jetzt nicht. Und was ist denn passiert schlussendlich? Er ist in den Knast gekommen wegen dem, weil sie in der Regierung gefunden haben, wenn ein Kind Geschlechtsumwandlung machen will, dann darf das Kind machen, ohne dass die Eltern müssen ihr Einverständnis eingeben. Und weil der Vater sich dagegen gewehrt hat, geweigert, ist er in den Knast gekommen, irgendwie Zeugs und Sachen. Im November dieses Jahr 2022 ist eine gerichtliche Anhörung und so. Und ja, er hat schlussendlich nichts mehr können machen. Das Kind, wird jetzt mit Hormon vollgepumpt, wird jetzt zum Bub umgewandelt.
Und wenn es irgendwann mal in 10 Jahren erwachsen ist und vernünftig findet, scheiße, eigentlich wäre ich vielleicht doch lieber eine Frau gewesen. Fertig. Abgelaufen, der Zug. Traurig. Einfach nur traurig, ja. Und ja, weiß nicht, hast du noch etwas dazu zu sagen? Nein. Ich auch nicht. Wir wollten einfach darüber reden, unsere eigenen Gedanken dazu geben. Und depressiv im Tag gestanden. Genau. Nur ein düsteres Bild von der Menschheit zu bekommen. Aber eben, wir haben uns jetzt darüber beschlossen, dass das einfach Amerika doomed ist. Bei uns geht das hoffentlich noch normaler weiter. Und wenn der Amerika zuerst das Vorbild gefehlt hat, dann kommt dann hoffentlich auch der Rest der Welt. Ah ja, was noch, siehst du, noch ein kleiner, cooler Ausschnitt. Er geht noch auf Afrika, zu einem eingeborenen Stamm von Maasai sind es, glaube ich, und erzählt dann ein bisschen von Amerika mit den Transgender-LGBTQ-Geschichten. Die finden es amüsant. Und was ist eine Frau? Und ja. Sie können es beantworten, was sie eine Frau ist. Sie können auch genau beantworten, was ein Mann ist. Genau. Ist noch lustig. Und sogar die sagen von wegen, ja, irgendetwas stimmt denen nicht im Kopf mit ihrer Ansicht. Also ich meine jetzt, ja, so. Gebt euch die Doku. Sie ist super. Sie ist super. Es ist auch cool, wie sie von dem ganzen Mainstream ignoriert wird, so gut es geht. Teils. Du kannst auf Rotten Tomatoes gehen. Als ich gestern war, war, glaube ich, eine Kritikerbewertung, glaube ich, drauf gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Eine einzige. Und irgendwie, glaube ich, mehrere tausend Publikumsbewertungen mit einem Rating von über 90%. Also die Hoffnung ist noch da. Leute, wir werden nur täuscht, so wie es aussieht. Genau, es ist nur eine kleine Minderheit, die fernab von der Realität lebt. Ich glaube, es ist auch wirklich das Problem, dass die Leute einfach zu wenig Probleme haben. Mhm. Die wachsen nicht zu wohlbehütet, zu einfach auf. Weil eben jedes andere Land, wo... Aber darum kannst du auch nicht in den Drittweltländern ein schlechtes Gewissen einreden wegen Umweltverschmutzung. Wegen Abfall in den Flüssen und wo das Meldmeer rausgehen und Zeug und Sachen. Weil die haben einfach komplett andere Probleme, die einfach für die einiges grösser sind als jetzt gerade in dem Moment. Mein Pimmel. Ihre Pimmel oder die Umwelt in dem Moment. Die müssen zuerst mal schauen, dass sie überhaupt überleben können zum Teil. Dass sie überhaupt etwas haben auf dem Tisch zum Essen, dass ihre Kinder irgendwie durchkommen. Ist in Indien so. Und für das können sie nicht irgendwo in Biomärkt gehen. Oder weiss ich was kaufen und machen und so weiter. Was wir uns da können leisten, den Luxus. Da musst du auch dort das Verständnis haben, ja, weil die haben halt nochmal ein grösseres Problem. Ja. Ja, denke, machen wir schon fertig da. Ja, machen wir schon fertig da. Wie gesagt, aber auf dailywire.com könnt ihr mit einem Standard-Monatsabo die Doku legal anschauen. Dann findet sie auch jetzt schon andernorts gratis für die Schweizer. Torrents. Torrents zum Beispiel, genau. Ja, schaut sie selber, bildet euch eine Meinung darüber, wie sieht eure Meinung aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns flamen, es macht uns nichts aus. Nein. Das ist für uns nur so. Wir sind jedem Shitstorm gewachsen. Wir surfen auf dem Shitstorm. Ja. Der Moment, macht es gut. Bleibt vernünftig, bodenständig. Und bleibt euch selber. Erforscht euren Körper. Wenn ihr eine Höhle habt, geht ihr in die Höhle. Wenn ihr einen Steck habt, spielt mit dem Steck und gut ist, meine Damen und Herren. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ade.